So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ja, und was wollte ich sagen? Ich habe irgendwie keinen Sound. Nein, der ist nur verdammt leise. Okay, Moment, das können wir korrigieren bei mir. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe mein Mikrofon etwas weiter weg. Ganz im Westen. Glaub mir, die hilft am besten. Unterirdisch ganz im Westen. Richtige Wellen. Du zähle. Was wollte ich sagen? Ja, richtig. Ich habe mein Mikrofon etwas weiter von mir weg platziert, da ich ein wenig übersteuere. Manchmal habe ich gehört. Also, Marktwitz übersteuert. Durch Militär. Eine geschwinde richtige Richtung wähle. Ich kapier's gerade nicht. Kann ich nicht vorbei. Und der behebt sich nicht. Hm. Gott, jetzt stehen wir wieder total auf dem Schlauch. Was habe ich übersehen? Ja, richtig, da wollte ich hier nochmal. Moment. Ja, Hong ist ganz schlau. Der will bloß eine bestimmte Zeit aufnehmen, sucht sich aber keine Uhr. Weil, warum auch, ne? Ist jetzt irgendwie nicht wichtig zu wissen, wie lange man schon aufnimmt, wenn man nur eine bestimmte Zeit aufnehmen will. Okay. Ich schreibe mir jetzt erstmal die Zahlen auf, was ich schon getan habe, wie ich gerade sehe. So, erstmal die Nase putzen. Richtung wählen. Und ich habe mal kurz geschaut, was ich machen muss. Ich bin so schlau, ich muss ganz im Westen. Dann nein, so schon mal nicht. Und dann irgendwie Richtungen laufen. Ich habe nur keine Ahnung, wohin. Das geht irgendwie nicht so richtig auf. Vielleicht soll ich auch nicht ganz in den Westen gehen. Nein, er ist böse. Bleib im Osten, er ist gut, Jung. Gott, das wird doch nichts. Moment, wann ist jetzt. Bah, leck mich. Ich hätte einfach schauen können, wo ich hingehen soll. Wäre viel einfacher gewesen. Da geht's schon mal nicht. Da. Hua! Und ich habe einen Stein. Hast du schon merkwürdige Tiere gesehen? Was? Kein weiterer Stein. Ach, ich will auch einen mitnehmen als Souvenir. Moment. So, jetzt erstmal den Stein völlig falsch. Nicht immer. War ja ein Kinderspiel. Das ist schön an heutigen Spielen. Man kann einfach im Internet nach einer Komplettlösung suchen. Wird nicht das einzige Spiel bleiben, wo ich das mache. Was blitz? Stau ist Material! Kruppschall ist Kleckebrot dagegen! Hoffentlich kommt der Professor bald wieder auf die Beine. Könnte vielleicht was dazu sagen. Ach, das ist wie Plastik. So, dem können wir das schnell jetzt alles geben. Der hat ja noch überhaupt keinen. Ach ja, deswegen hat er kein Schild. Da war ja was. Ich nehme jetzt einfach mal nicht an. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ist immer dasselbe in Spielen. Frauen können nie die gute Ausrüstung tragen. Immer nur die pilligen Spielzeuge. Werft sie den Boden, den Schuft. So, dann können wir jetzt mal weiter segeln, wollte ich jetzt schon sagen. Dann sieh mal zu, dass er wenigstens das Ablegen so einiges was hinbekommt. Ich hoffe, wir steuern jetzt nicht mehr so, so sanft und ruckelfrei, als ob ich ein Stück Seife steuerte. Wie steuert sich ein Stück Seife? Ich hätte jetzt nichts gegen ein wenig Ruhe einzuwenden. Das sieht nach Ruhe aus. Ganz klar, es sind total harmlos.
Diese vertreibenden Tracheln. Ja. Der war jetzt schneller. Hören Sie das auch? Also fort! Geht aber auch Schlag auf Schlag! Yeah. Neues Minispiel, ach. Stromschnellen, ach was. Wenn jetzt dann nein, ja. Stell einfach mal Buchstaben um, wie ich es immer mache. Wer ist denn hin? Hinne! Festhalten alle miteinander. Schlängen uns da hindurch. Ja, weiche den Fall, lass den Felsen auf deinem Weg aus. Und rund einer Minute solltest du auch schon hindurch sein. Und los. Was? Das ist Rassismus. Lass mich speichern. Das ist Rassismus. Bloß weil ich weiß bin. Ach! Euch ist schon klar, dass ich jetzt laden muss, ne? Oh. Das funktioniert zum Glück. Ich hätte dann mal speichern sollen, bevor ich losfahre. Ja, ich weiß, es nervt, dass ich immer alles 100% machen will. Aber da gibt's Schlimmeres. Ihr müsst immer sehen, wie ich Godex spiele. Hey, da liegt eine Pflanze. Hey, 10 Kilometer da hinten liegt noch eine. Lauf mir doch mal hin. Hey, da liegen doch ganz viele Pflanzen. Wo bin ich überhaupt? Egal, das kann ich mitnehmen. Passt schon. Ist schlimm, schlimm. Noch schlimmer ist ja Nerin. Oh Gott. Da wächst das Zeug ja wieder nach. Wie oft ich das eine Fälsche abgeändert habe. Aber ich kann nicht vorbeigehen. Nein, ich muss es mitnehmen, weil... Ich hätte jetzt gerne Beschleunigen-Taste. Warum kann ich nicht speichern? Das ist doch voll rassistisch. Das ist Krimskriminierung. Oder wie das Ding auch immer heißt. Das ist die schlimmste Form von Rassismus, die es überhaupt gibt. Die geht gegen mich. Wow. Ah. Ich hoffe, ihr habt nichts weiter vor. Ja. Damit meine ich die zwei Leute, die das Let's Play schauen. Einer davon schaut's, einer klickt aus Versehen drauf. Und ich schaue mir mal so ähnlich an. Prinzipiell nicht. Ich schaue doch nicht meine eigenen Let's Plays. Den Müll kann man sich doch einfach nicht antun. Kriegt mir das Kotzen von. Ja. So können die nicht einfach an mir vorbeisegeln. Also die Dingsbums, ne? Die Stromschnellen. Also, so wie die ersten. Das wäre echt schöner Zug von den Stromschnellen. Ein sehr, sehr schöner Zug. Ist es vorbei? Nein. Könnte es jetzt langsam mal vorbei sein? So langsam, aber sicher. Ich kann nicht auf die Zeit schauen. Ich muss nach oben schauen. Ah, langsam wird es unangenehm. Komm schon, sei vorbei! Sei doch vorbei! Hilfe! Lass dich nochmal machen! Komm schon, sei vorbei! Ah! Dieses Spiel mich quält! Ist mich quält! Es tut so weh! Gott, bin ich gut! War ein Kinderspiel! Puh. Vielleicht einen Moment in Panik! Das waren die letzten Felsen. Ich habe uns durch die Wildwasser hindurchgeschlängelt. Naja, immerhin leben wir noch! War das etwa ein Lob meiner nautischen Fertigkeiten? Na, ich überwältigt werden! Muss sonst sein Anerkennen, Nayas, wieder streichen! Meinen, ach. Ninjas, Nayas, Arrrr, ach ja, das kennen wir schon. Satcha wieder dasselbe. Großes Hansestab nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung lediglich 30 Tickets enthalten scheint. Hm, war da vorne nicht noch mehr? Es gibt Pfeifen oder belangloser Sack.
Oh. Rechnung leuchtet ein. Ja. Das Grauen, ja. Er sieht immer noch grau. Geruckel und Geschaukel. Das ist ein armer Patient gar nicht bekommen. Hm. Mir ist nicht wohl! Meine Gedanken! Hier ganz alleine bei deinem ungeheuerlichen Patienten zu wissen! Komm schon zurecht, Liebster. Wenn etwas ist, dann ruf ich sofort. Versprochen. Zieh sein Gesicht. Na gut, werden wir wieder nach draußen. Aber das Gefühl, es ist immer etwas Schlimmes passiert, so wie ich zu der Zeit komme. Fantastisierst du da zusammen, Schatz? Das bildest du dich ein. Hey, warte, bin ich verletzt? Nein. Doch, ich hab Magie. Hey, bei dieser Abwitze! Ganz gewiss nicht auch noch zu denken! Achso. Warum denn nicht? Ja, du schläfst doch im Stehen, ne? Echter Soldat halt, ne? Haha, der schläft auch im Stehen, der schläft auch auf dem Kopf. Klar, warum nicht? Zweimal, ne? Wird man auch wirklich wach und ausgeruht und geheilt sehen. Also, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Nö, aber was soll's. Herr Leutnant, gut, dass Sie kommen. Ich wusste es! Sie wussten, dass da vorne schon wieder eine Anlegestelle kommt? Natürlich! War schon Anlegestelle erahnt, als noch wieder Rassel gespielt hat. Geil. Sie meint wohl, als nur auf dem Friedhof verteilt herumlag. Hier ist keine schlimmen Geschichten aus seiner Kindheit hören! Da werden anlegen, klar. Also, ich nehme mal an. Das Ufer grüßt, bezeichnet Brandung. Im Schiff erglückt die leichte Landung. Hast du dich schon gesagt, Wesen? Ihr bekannt! Am Land! Na dann, regiert eben niemand auf mich! Regiert mich. Ach! Leck mich am Arsch! Ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Sprich mal Deutsch. So. Wir haben hier Pflanze, wir haben nochmal Pflanze. Boah, ist schon voll krass korrekt Pflanze. Kann ich die mit? Nein, kann ich nicht mitnehmen, aber sie kann mich mitnehmen. Jetzt. Oh, lass mich da raus. Das ist ein Weg, ich sehe es eindeutig. Das Braune ist Weg. Das Braune ist immer Weg. Diese Tiefe muss gehen, weil das Ruhe will sehen. Nö. Ich will noch wegen Pflanzen. Ich wollte schon immer mal Gärtner werden. Das Spiel lässt mich nicht. Das zerstört meinen Lebenstraum. Joa. Abwärts, ne? In der Aufklärung, die Schiele sind viel zu glatt. Ich zeig dir gleich mal, was glatt ist, Jung. Schieberätsel. Das ist doch ganz einfach. Also wir schieben, ne? Da hoch hier, also so zweimal, dann kann ich hier. Ich schiebe das mal da hoch. Und ich nichts Deutsch reden. So, jetzt muss ich den Stein voll korrekt hier zweimal runter und dann. Ist jetzt nicht so kompliziert, ne? Denke ich mal. Ich werde diesen Satz noch sehr bald bereuen, habe ich das Gefühl. Och, immer nur Fragezeichen. War immer zu faul, eigene Textboxen zu machen. So, den muss ich auf jeden Fall schon mal raufschieben und dann da. Und dann nochmal rauf natürlich. Sieht man gleich. Und noch ein, zwei darüber und rum und rüber und rüber. Hup. Sasa! Ne, muss ich da runter schieben. Und natürlich darüber sieht man natürlich sofort. Das ist ganz simpel. Da braucht man gar nicht erst überlegen. Da schiebt man einfach sich in die Sackgasse und gut ist. Ach, herrlich. Gut, die meisten Sachen sind recht einfach. Ein paar Rätsel sind halt dann doch etwas. Soll ich Akku hier? Dachte, mir den Weg freigerätselt haben. Na, geht doch. Geht doch! Schön. Ach, ich muss da springen, was so. Finde das Lianensteigeisen. Hä? Das ist alles? Ist meine Erfahrung? Jetzt 25 viel. Na also!
Schön. So, jetzt klettern wir hier auf. Vielleicht kommen wir woanders raus. Hör mal auf! Nach neuer Höhlenreise! Ach Mann, oh. So, jetzt gehen wir. Da ist ein Weg! Das ist braun, da ist ein Weg, definitiv. Oder ein Klo, je nachdem. Anderes Thema. Wisst Bescheid, ne? War es das hier schon? Ja. Bringt mir das später nochmal irgendwas, das Ding? Nein, nie wieder. Ja, ich möchte gerade ablegen. Ablegen! Ich möchte mich gerne auf dich drauflegen. Guck rein! Aber so merkwürdig! Da ist wieder etwas im Busch. Ich spüre es. Eine neue Pfeilregel! Der droht! Ich weiß es nicht, aber hier ist irgendetwas. Was geht denn hier vor sich? Verstehe. Hä? Das waren zwei unterschiedliche. Die eine hat eine andere Farbe gehabt. Ich hab's genau gesehen. Zum Einschätzen. Stampfen ist immer gut. Oh, Giftpollen, jawohl. Ich Gift liebe. Ja, dann werf mal deinen Kennerblick, ne? Ich werf meinen Blick voll in dein Gesicht. Ja, Wasser und. Wieso sind Pflanzen gegen Feuer stark? Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn. Kälte, dritte Klingenwaffen. Was soll hier jetzt eine Heckenstere herbekommen? Okay, ja. Wir machen einfach mal Schulterrampe, das passt immer. Und stampfen und du heilst mal Gegengift. Du heilst mal Gegengift, hm? Oh, aber sie ist. Er verfehlt, aber der Gegner geht K.O. Hm? Schon klar. Ergibt absolut Sinn. Also, Grüße! Achso, ja. Das kenne ich schon, bla bla bla. Hm. Die Waffe macht einfach immer irgendwie Schaden. Schön. Ich mag die Waffe. Große Heilung gelernt, na, das klingt doch mal vorderlaff. Die hatten definitiv andere Farben. Das waren unterschiedliche Monster. Warum hatte ich gleich Monster? Voll schlechte Spiele, die. Aber der Dschungel! Schon mehr aussprungen! Soll die Kleinigkeiten! Ich hoffe, nun sind sie zufrieden. Den hatten wir schon, oder? Ja, ja, das ist der andere, der ist. Gegen was war der jetzt wieder schwach? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, passt schon. Ja, sie ist natürlich schneller. Ja. Hat genauso funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. So, sah doch mal bitte alle geschockt. Ach, herrlich. Komm, mach mal Schwinger, was soll der Geiz? Naja, doch, hatten wir schon. Nicht sonderlich effizient. Die Heilung rausgedrückt, völlig sinnbefreit. Was ist. Wie, du bist nicht tot? Du bist tot sein. Oder was heißt nicht tot? Geschockt meine ich. Ach, dasselbe. Geschockt, tot. Wo ist der Unterschied? Na, hätte ich ihn auch normal angreifen lassen können. Level 21, sieht doch gut aus. Sie hat noch einmal meine Hilfe benötigen. Rufen Sie einfach. Hack mal den dazu! Ich halte diesen Fluss für ein Maß des übertrieben gefährlichen Ort. Ach, das Deutsch. Huch, ach, du bist der Schatz. Was ist denn da? Töpfchen! Das Kassett bringt mich doch um bei dieser Hitze. Ich will aber mit den Rückenbändern. Aha! Sag mal, was soll ich da gerade in deinen Händen? Ja, am Rücken, ne? Wenn der Professor noch aufwacht. Kannst du dann? Decke über den Kopf ziehen! Ich weiß nicht, bin ich den niedrigen Gelüsten des Fleisches entflohen. Was kümmert mich das Liebesglück, wo ich durch das Reich des Geistes durchstreifen kann? Ah.
Eine Weile später. Sirin, für ein Gesicht an diesem herrlichen Tag! Wenn der feine Herr die Zeit in Zelten verbringt, habe ich uns ein gutes Stück weiter befördert. Genau genommen war es der Fluss, aber egal. Ob sie es glauben oder nicht, da vorne kommt schon wieder. Eine Anlegestelle! Prächtig anlegen. Wie viel an diesem Fluss an Anlegestellen gibt, ne? Ich habe die Liebesgondel der Herrschaft in eine lauschige Lagune buxiert. Hä? Hey, soll denn das heißen? Komm, Schatz, lass ihn eine Weile in Ruhe. Ja, gut, solange ich nur dabei habe, kann mir das egal sein. Also für den Fall, dass ich mal kämpfen muss. Ja, war das, dass ich da jetzt irgendwas bekomme? Wie zum Beispiel Gold, Juwelen, Diamanten. Wenn der Spiegel suche das Wahre, dann bricht sein Siegel und hoch ins Klare. Aha. Plötzlich! Kann ich arbeiten? Und eine kleine Fisslage! Okay, jetzt muss ich aber bestimmt da hoch. Dieser Felsvorsprung sieht wie eine Spiegelung des Rechten aus. Mal sehen, ob sie auch ein Siegel zu brechen gibt. In der Tat. Immer diese rohe Gewalt. Also was? Was schon erwartet? Weißt du nicht, du Aufschneider? Ja. Hattest du was? Nein, hattest du nicht. Ja, also das kenne ich auch von meinen Urlaubsreisen, ne? Also. Das habe ich auch öfters. Stahlpanzer, Balsamöl, Badegur. Kennt man ja bestimmt, ne? Bei diesen Giften, Reptilien und spülen Temperaturen. Das ist doch ein wunderschöner Planet. Aber dennoch möchte ich die Heimat wiedersehen. Falls überhaupt noch etwas. Ist hier noch was? Komm, ist noch was versteckt. Oh, 2 Milliarden Goldstücke. Ne, die schöne Aussicht kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Warum kann ich die nicht mitnehmen? Das wäre doch auch mal sowas, ne? Nimm schöne Aussicht. Mir fällt gerade so direkt ein Spiel ein, wo das sogar mal kommen könnte. Ach ja, richtig, der hat einen Stahlpanzer. Was hat sie denn so? Ein Lederkittel. Dieses Spiel hasst mich doch. Pure Diskriminierung meiner Person. Ich glaube nicht wohl, fremdes Gestade. Ja. So, auf zur nächsten Abkreuzung. Abkreuzung. Ja. Was sagt sie so? Wird mir nicht bald am Ziel sein? Herr Professor, sieht gar nicht gut aus! Höchste Zeit, dass Sie diese Orakel erreichen! Na! Was fällt Sie denn, Kerl? Der Platz wäre ein Mist zusammen! Ich denke, Sie sollten hinauskommen. Schnellstens. Nö, ich geh jetzt mal pennen. Mach ja auch immer. Oh, die Welt geht unter. Ach ja, ich geh jetzt erstmal ins Bett. Nacht. So, und ich pull mal wegen an meinen Fuß rum. Das hat es schon wieder gerammt. Es! Irgendein Schatten stößt ständig gegen unseren Bug. Doch gegen jede Vorschrift! Sehen wir es mal an! Na, wo denn? Ach, sie auf einen dunklen Schatten unter Wasser. Da. Meine Güte, wo denn? Es kommt langsamer ran als die letzten Male. Liebe Zeit, was für ein Riesenbiest. Wir sehen nur den Kopf. Und damit rammt uns doch das Floß in zwei, wenn niemand etwas mehr nimmt. Attacke! Was soll ich dir ernst? Langsam soll ich ihn kennen. Ach, schön. Leo. Irgendwas. Wir nehmen einfach mal das Erstbeste. Treffen an, du. Weicht aus. Kein Gegner für uns. Feuerwehr, blablabla, Kälte, Tritt und Überraschung. Da kann ich was anfangen. Tritt und Überraschung. Ich nehme einfach mal an, dass es auch als Tritt zählt. Ich werde ihn mit einem Tritt überraschen. Brillant. Macht dreifach Schaden. Weil es doppelt ist. Oder so. Keine Ahnung.
Ihr wisst, was ich meine. Achso, ja. Hm. Kennen wir schon, ich weiß. Hm. Macht es nicht so überragend viel Schaden. Stellt halt die Frage, wie kann er auf einer Wasserkreatur einfach so drauf springen? Wieso bleiben die Flossen? Lächerlich! Aber nein, es ist ein Neopleurodon. Lesen doch die Anzeige. Schön. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ist auch nicht so wichtig. Ich mach's einfach tot und gut ist. Ich gehöre schließlich. Komm, wir machen mal große Heilung. Was soll der Geiz? Yeah. Völlig sinnbefreit, aber ey, wir haben's ja. Ich wollte nur mal zeigen, was für Bonz ich bin, dass ich mir sowas erlauben kann. Das ist keinerlei. Ach ja. Wie solche Massenattacken immer hasse in jedem Spiel. Das ist so ähnlich wie die, der Gegner ist sofort tot, wenn es trifft, Dings. Die immer nie funktioniert, wenn man es selbst benutzt. Aber wenn sie der Gegner benutzt, immer sofort 100% nicht funktioniert. Hallo ab! Wenn ich kannst du die Maus, kann ich gleich um! Solche Attacken sind ja auch zum Freuen. Sag ich jetzt einfach mal. Na ja, komm. Gehst du mal tot, bitte? Gehst du mal tot, ey? Ich voll Deutsch. Du nix verstehen, ne? Ach ja. Komm, stirb. Du willst es doch auch. Na, so langsam wird es doch. Machen wir nochmal Gruppenheilung. Einfach weil es kann. Ich habe zu viel Magiepunkte. Ich hoffe, ich krieg die nochmal aufgefüllt. Ja, Vorteil, ach. Willst du jetzt mal bitte sterben? Ich glaube, ich bin zu mächtig für das Spiel. Ich sollte nochmal neu anfangen und weniger Gegner töten. Na also, war doch ganz einfach. Apfel. Genau, was ich mir von so einem Tier erwarte, wenn ich es töte oder besiege, dass ich einen Apfel bekomme. Zieht sie zurück. Und wir scheinen auch unser Ziel erreicht zu haben. Ja, die Suche markiert und du hast ein deutliches Zeichen. Eine Orakel bekommen. Ja, klar. Steht immer so Schild, ne? Stehen auch immer überall in Spielen rum. Hey, die Augen! Wieder aufmachen! Es wird doch nicht angelandet! Einen Moment. Schön. So, jetzt dürfen sie. Könnt ihr tatsächlich der richtige Ort sein? Na dann, auf geht's! Wie wird eigentlich der Professor tragen? Was gucken Sie mich so an? Hm. Ach. Hoffentlich klingt das auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Bis der Professor heilen, uns irgendwie auf die Erde verfrachten lassen und dann einen Weg finden, wie wir unser gesammeltes Wissen in die marsianische Eroberer einsetzen können. Kommt nicht manchmal auch, also, ich meine, zweifelst du nicht gelegentlich, ob. Zweifel nie! Du hast recht, wir schaffen das. Ist wahrscheinlich verboten, ne? Ich habe den Professor. Weil ich es lieber nicht! Wo? Ich will zum Orakel. Also ich würde spontan davon ausgehen, dass es sich in die Hosentasche gesteckt hat. Weil da passt auch eine ganze Menge rein, ja. Zum Beispiel ein 2 Meter langer Ladestock für eine Kanone. Ein Skelettarm mit Schwert. Ein Topf aus einer Bar. Das kann eindeutig Hinweis auf ein einhundertes Orakel ist, was ich auch nicht verweite.